Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Elektroautos und Nachhaltigkeit, das hängt ja irgendwie zusammen. Aber wie nachhaltig sind eigentlich Elektroautos? Und wie sieht es aus mit dem Erreichen unserer Klimaziele? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Was läuft da eventuell noch nicht so, wie es sein sollte? Und viele, viele andere Fragen, die bespreche ich heute mit Professor Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW in Berlin. Das wird ein super interessantes Interview, also freut euch drauf und bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Und wenn ihr vielleicht eine Versicherung für euer Elektroauto braucht, dann schaut doch mal bei meinem Kanalpartner Stefan Hamsen und der Fair Finanzpartner OAG vorbei. Die haben bestimmt einen passenden Tarif für euch. Herr Professor Quaschning, nicht jeder meiner Abonnenten kennt Sie ja. Vielleicht können Sie sich in ein, zwei Sätzen noch eben ganz kurz vorstellen. Was ist so Hintergrund? Was ist Ihr Schwerpunkt? Was machen Sie eigentlich? Ja, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme, mittlerweile seit 2004 hier in Berlin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Beschäftige mich seit 30 Jahren mit erneuerbaren Energien, der Energiewende, der Klimakrise, habe einige Bücher dazu geschrieben, habe einen Podcast, einen YouTube-Kanal, ja, und jüngst ein Buch mit meiner Frau zusammen rausgebracht, Energierevolution jetzt, was es auch in die Spiegel Bestseller gebracht hat. Und ich versuche auch privat die Klimabewegung so gut es geht zu unterstützen, habe 2019 mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Scientists for Future mitbegründet, ja, und versuche ein bisschen Tempo zu machen, damit es mit der Energie- und Verkehrswende schneller klappt. Genau, Elektromobilität und Nachhaltigkeit, das sind ja auch so ein bisschen meine Themen. Und jetzt hat ja auch gerade die Bundesregierung so ein Osterpaket, nennt man das ja immer, auf den Weg gebracht. Also gerade für erneuerbare Energien. Können Sie schon sagen, was in diesem Osterpaket eigentlich enthalten ist? Ist das jetzt der große Wurf? Ist das für uns alle von Vorteil oder hat es auch Nachteile? Oder ist darüber noch gar nicht so viel bekannt? Ja, also Vorteile hat es auf alle Fälle. Also das heißt, es ist ein Schritt in Richtung mehr erneuerbare Energien, in Richtung Unabhängigkeit von Öl und Gas. Vor 10 Jahren hätten wir wahrscheinlich auch Luftsprünge gemacht, weil da wäre es genau das richtige Paket gewesen. Dann wäre da Tempo für auch die Klimakrise zu bewältigen richtig gewesen. Also das heißt, dass erstmal ein richtiges Paket, möglicherweise ein bisschen zu spät oder zum falschen Zeitpunkt. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt müsste man vermutlich nochmal eine Schippe drauflegen. Ist aber natürlich immer sehr schwierig zu meckern. Natürlich muss die Regierung und auch die Grüne Partei jetzt irgendwie versuchen, da Mehrheiten zu organisieren. Die FDP verweigert ja Teile der notwendigen Schritte ja immer noch vehement, ist natürlich ein schwieriges Umfeld, aber wenn man jetzt aus Sicht des Klimaschutzes draufschaut und sagt, reicht das, was da beschlossen ist, aus, um zum Beispiel das Pariser einhalten zu können, dann muss man ganz klar sagen, nein, es reicht noch nicht aus. Wenn man sagt, es ist deutlich besser als das, was bislang passiert ist, ja, also die letzten Regierungen haben halt Totalverweigerungen bei der Energiewende und beim Klimaschutz gemacht. Das ist jetzt beendet. Man erkennt eindeutig den Willen, auch der neuen Regierung voranzukommen, aber noch nicht den Mut, die nötigen Schritte einzuleiten, die wir wirklich bräuchten, um das Pariser Klimaschutzabkommen voranzubringen. Jetzt hat ja Wirtschaftsminister Habeck jetzt verkündet, bis 2030 sollen 80% erneuerbare Energien hier den Strom produzieren. Bisher war das Ziel ja deutlich geringer. Das klingt ja erstmal ganz gut, aber wie Sie schon sagen, also ist selbst dieses Ziel 80% eigentlich überhaupt realistisch, wenn wir so dieses Vorgehen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wenn wir das einfach mal interpolieren in die Zukunft, in die nächsten 8 Jahre, ist dieses 80%-Ziel überhaupt realistisch? Oder was müsste man mindestens dafür tun, damit es überhaupt realisierbar ist? Also realistisch ist ja immer die Frage, was man will. Also die Frage ist eher nicht, ob es realistisch ist, sondern es will das Deutschland. Und da muss man momentan ganz klar noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich meine, Herr Söder verweigert den Windenergieausbau in Bayern. In Sachsen sind letztes Jahr Windkraftanlagen abgebaut worden, nicht dazu gebaut worden. Und dagegen kämpft natürlich auch die Bundesregierung an. Wenn man natürlich dieses Spannungsfeld haben, ein Teil der Bevölkerung geht 2 Schritte vor und der andere zieht uns wieder 1 Schritt zurück, dann werden wir es natürlich nicht schaffen. Wir brauchen einen Ruck durch die Bevölkerung, dass alle Maßnahmen auch mitgetragen werden, dass wir auch wirklich die Beschleunigung haben wollen, weil wir sehen doch, was passiert. Wir haben die Abhängigkeit von Öl und Gas. Wir stehen, wenn jetzt Herr Putin uns den Öl- und Gashahn zudreht, dann haben wir ein richtiges Problem.
müssten wir selber den Gashahn zudrehen, um den Krieg zu beenden. Das trauen wir uns nicht. Das heißt, wir sind hier moralisch komplett in einem Dilemma drin und die Energiepreise explodieren, sodass sich die armen Leute das nicht mehr bezahlen können. Das ist alles die Folge der fatalen Energiepolitik der letzten Jahre. Und die nächsten schlimmen Sachen sind ja schon am Horizont. Also wenn wir sehen, was in dem jüngsten Bericht des Weltklimarates drin stand, was bei uns passiert. Ich will einfach mal so einen Satz zitieren, der vielleicht verdeutlicht. Also bei hohen Emissionen ist auch ein Anstieg der Meeresspiegel um über 15 Meter bis zum Jahr 2300 nicht auszuschließen. Also dass wir einfach mal so überlegen. Also wir sind dabei, sage ich mal, große Teile Norddeutschlands zu versenken und wir diskutieren über ein Tempolimit. Und das sind einfach so die Sachen, wo ich einfach sage, da brauchen wir den Ruck. Wenn wir den nicht hinbekommen, dann gehen wir sehenden Auges in den Untergang. Aber das ist eine Diskussion, die muss man halt in der Demokratie führen. Und ich hoffe immer noch auf die Intelligenz der Menschen. Das ist auch so meine Hoffnung, dass irgendwie noch so Intelligenz vorhanden ist. Aber Sie haben es vorhin angesprochen, gerade im Mobilitätssektor, da muss sich ja auch noch ziemlich viel tun, wenn wir unabhängig vom Öl werden wollen. Und jetzt ist ja quasi die Elektromobilität ausgerufen worden, auch als das Ziel der Zukunft. Und ist das denn jetzt der richtige Weg aus Ihrer Sicht? Jein. Also wir müssen einfach schauen, das Auto ist erstmal schlecht. Generell, egal ob Elektroauto, Benzin- oder Dieselauto, in dem Moment, wo ich mir ein Auto kaufe, also egal ob das jetzt ein Diesel ist oder ein Elektroauto, habe ich irgendwo zwischen 8 und 15 Tonnen CO2 verursacht. Alleine dadurch, dass ich, Schlüssel umdrehen tut man ja beim Elektroauto nicht mehr, alleine dadurch, dass ich den Startknopf drücke und vom Hof rolle, habe ich 15 Tonnen CO2 verursacht, mehr als ein armer Einwohner in einem afrikanischen Land in seinem kompletten Leben, alleine nur durch den Autokauf. Das heißt also, die Herstellung dieser Produkte ist natürlich enorm. Wir haben 5% der Bundesfläche zugepflastert mit Straßen. Also das muss man einfach so sehen. Das heißt also, der Autoverkehr hat einen enorm hohen Fußabdruck, egal ob es Elektromobilität ist oder Verbrennungsmotoren. Und wir wissen auch, dass wir den deutschen Automobilisierungsgrad gar nicht auf den Rest der Welt übertragen können. Wir haben in Deutschland 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir haben 47 Millionen Autos so in der Größenordnung. Wenn wir diese Dichte versuchen würden, auf den Rest des Planeten zu übertragen, brauchen wir 3 Milliarden zusätzliche PKWs. Also die können wir gar nicht herstellen. Das heißt also, das deutsche Konzept funktioniert nur, solange ein großer Teil dieses Planeten zu arm ist, um sich entsprechend genauso viele Autos leisten zu können. Und das kann ja nicht irgendwie eine Dauerlösung sein. Also das heißt, das werden wir nicht auf die nächsten Jahrhunderte durchhalten können. Und deswegen brauchen wir ein Mobilitätssystem, was mit deutlich weniger Autos auskommt. Das Auto hat Vorteile, wenn wir jetzt irgendwie was transportieren wollen, wenn wir auf dem Land sind. Das heißt also, wir werden nicht ganz ohne Autos auskommen, das ist vollkommen klar. Und die Autos, die dann unterwegs sein müssen, müssen natürlich elektrisch sein. Also irgendwie, wir brauchen eigentlich ein sofortiges Verbot der Verbrennermotoren. Ein Verbrennerauto ist ja kein Auto, das ist eine fahrende Heizung. Wir haben eine Maschine mit einem Wirkungsgrad von 30%. Wir erzeugen eigentlich 70% Abwärme und fahren die durch die Gegend. Also, und das können wir uns eigentlich, wenn wir klimaneutral werden wollen, nicht mehr leisten. Das heißt, wir brauchen, wenn wir Antriebe haben, sehr effiziente Antriebe. Und da ist halt einfach das Elektroauto unschlagbar. Und deswegen wird das, wenn es noch Auto gibt, dann die Sache der Zukunft sein. Aber wir müssen trotzdem darüber diskutieren, wie wir halt die Zahl der Autos reduzieren, die Autos auch aus den Städten rauskriegen, dort die Räume, die Straßenräume wieder zurückkriegen, dass da Kinder spielen können und nicht, dass wir da Autos stehen haben. Also das Elektroauto wird nicht die Welt retten, so viel habe ich verstanden und ich denke, das ist auch wohl jedem klar. Ich vermute mal, dass wir es auch nicht sehr schnell schaffen, hier in Deutschland möglichst viel weniger Autos zu haben, wenn wir nicht mal schaffen, ein Tempolimit einzuführen. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Im Moment ist es aber ja so, der Anteil Elektroautos wächst, was ja auch gut ist. Allerdings tanken wir oder wir laden ja momentan in der Regel den deutschen Strommix zumindest an unseren Wallboxen zu Hause, wenn wir keine PV-Anlage auf dem Dach haben. Und der besteht ja im Moment so aus 40-50% regenerativem Anteil. Der Rest ist halt Gas, Steinkohle, Braunkohle oder noch ein bisschen Atomstrom. Wie ist denn das Ihrer Meinung nach? Ist das jetzt aktuell trotzdem schon fürs Klima vorteilhaft, wenn wir mit diesem Strommix unsere E-Autos laden? Oder lohnt sich das jetzt wirklich nur, wenn wir das über die PV-Anlage auf dem Dach machen oder eben komplett wirklich rein Ökostrom reinladen würden? Ja, da hatten wir ja in den letzten Jahren eine sehr, sehr große Diskussion. Das heißt, die Herstellung eines Elektroautos braucht erstmal noch mehr Energie und hat mir noch einen höheren CO2-Fußabdruck, weil ich zusätzlich zu dem Auto die große und schwere Batterie herstellen muss, die halt auch nochmal viel Emissionen verursacht. Das heißt also, wenn ich vom Hof fahre, ist das Elektroauto erstmal schlechter.
Aber auch wenn ich jetzt mit grauem Strom tanke, bin ich bei jedem Kilometer besser. Und dann gibt es halt irgendwo einen Break-Even-Point. Das hängt von der Größe der Batterie und der Fertigung ab. Irgendwo zwischen 30.000 und 80.000 Kilometer muss ein Elektroauto fahren, um den Mehrenergieaufwand und die Mehremissionen bei der Herstellung wieder reinzuholen. Und danach bin ich besser. Wir wissen, dass die Autos, die Batteriesätze mittlerweile 200.000 Kilometer aufwärts halten. Also insofern ist die Bilanz auch mit grauem Strom gut. Also ein normaler Verbrenner, der liegt dann über die Lebensdauer so bei 40, 50 Tonnen CO2. Also wenn ich die Herstellung und die kompletten Emissionen von dem Sprit mit anbetrachte, ein Elektroauto, was mit grauem Strom betankt wird, das liegt dann irgendwo so bei 30, also schon ein Tick besser. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein hoher Fußabdruck. Deutlich besser wird es, wenn ich wirklich mit eigenem grünen Strom das betanke, dann kann ich das nochmal halbieren. Dann bin man so vielleicht bei 15 Tonnen CO2. Also da sind wir dann im Vergleich zum Benziner oder Diesel mit 45 nur noch beim Drittel. Und dann habe ich natürlich einen enormen Vorteil. Und wenn es uns dann noch gelingt, die Herstellung der Autos klimaneutral zu machen, also Tesla zum Beispiel in Brandenburg bezieht auch noch einen Großteil seiner Energie mit russischem Erdgas und dann grauen Strom aus dem Netz. Also warum hat Elon Musk nicht mal die Schatulle aufgemacht und gesagt, ich mache gleich ein Vorzeigewerk, was gleich ausschließlich mit erneuerbaren Energien die Autos herstellt? Dann ist ja der Rucksack am Anfang erstmal auch gleich bei Null und dann kann ich auch weitgehend klimaneutral fahren. Das ist theoretisch möglich. Ja, ich denke, das ist auch der Plan. Sogar VW hat das ja auch angekündigt, dass die Autos langsam klimaneutral hergestellt werden sollen, zumindest in absehbarer Zeit. Aber wir laden ja im Prinzip oft auch an öffentlichen Ladestationen und da ist es ja zumindest auf dem Papier kein Graustrom, sondern da ist es eigentlich fast immer Ökostrom, weil eine geförderte Ladesäule muss ja quasi per Definition Ökostrom anbieten. Jetzt ist aber ja so, dass daneben nicht gleich ein Windrad steht. Können Sie vielleicht meinen Zuschauern nochmal erklären, was es mit dem Ökostrom an den Ladesäulen auf sich hat? Das ist ja sozusagen nur bilanziell Ökostrom. Wie funktioniert das ganze System? Ja, es ist genauso wie zu Hause, wenn ich mir grünen Strom kaufe. Ne? Also wir haben in Deutschland die Erzeugung und die ökonomische Seite getrennt. Das heißt also, wenn ich jetzt mir einen grünen Stromanbieter zu Hause suche oder die Ladesäule versucht, grünen Strom einzukaufen, dann heißt das jetzt nicht, dass da eine Windradanlage und eine Photovoltaikanlage daneben gestellt wird und der Strom physikalisch dann erneuerbar ist. Das heißt also, der kommt dann nach wie vor vom, was weiß ich, Kohlekraftwerk direkt nebenan, wenn da eins steht. Aber das Geld fließt nicht mehr zum Kohlekraftwerk, sondern das Geld fließt zu Anbietern von erneuerbarem Strom. Das heißt also, das Geld, was ich also für das Laden des Elektroautos dann an so einer Ladesäule ausgebe, das fließt dann zu einem grünen Stromanbieter, der zum Beispiel in Norwegen ein Wasserkraftwerk damit finanziert. Und das ist die Idee. Kann man drüber reden. Es bewirkt etwas. Sinnvoller wäre es natürlich, wirklich echten grünen Strom zu haben, also dann auch dafür einen Anbieter zu haben, der hier in Deutschland möglichst in der Nähe grünen Strom erzeugt. Gerade zum Beispiel so bei Schnellladeparks an Autobahnen, nicht? Also da ist ja auch oftmals Platz da, da könnte man wirklich direkt eine Windkraftanlage oder einen Photovoltaikpark daneben stellen. Das ist ganz gut. Es gibt einzelne Ladeparks, ich glaube in Hilden hat man jetzt mal eingebaut, wo wirklich dann große Photovoltaikanlagen sind. Da fließt dann wirklich der Solarstrom direkt in den Tank. Das müsste eigentlich der Weg sein, weil ja, Wasserkraft aus Norwegen, also die kommt natürlich physikalisch nicht wirklich dann an, wenn ich in Bayern grünen Strom tanke, nicht? Also da habe ich zwar mit meinem Geld was Gutes getan, aber wir müssen natürlich ja auch schauen, dass wir den grauen Strom in Deutschland komplett aus dem Netz drängen. Ein Anbieter wäre auch noch zu nennen, nämlich IONITY. Sie werden ja oft gescholten, weil sie es gewagt haben, vor 2 Jahren die Preise so schon massiv zu erhöhen, wo alle Anbieter heute mittlerweile auch schon fast sind. Aber die zum Beispiel haben Verträge mit bayerischen Wasserkraftwerken, wo sie ihren Strom direkt beziehen sozusagen. Also die kaufen den da direkt ab. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber Netzausbau, der Strom muss ja irgendwie an die Ladesäule. Und wir wollen ja diesen Hochlauf von Elektroautos, 15 Millionen 2030 Minimum. Oder ist es jetzt sogar schon mehr? Haben Sie Bedenken, was den Netzausbau angeht? Sind wir da schnell genug? Weil es gibt ja immer Horrorstories, ja, wenn wir alle nach Feierabend das Auto anstecken, dann bricht alles zusammen und wir haben Blackout. Ja, jein. Also es kommt immer darauf an, wie wir uns entsprechend bewegen. Also Bayern verweigert sich ja momentan bei der Energiewende. Ja, Herr Söder möchte keine Windkraftanlagen in Bayern haben.
wir will nur Solar, naja gut, dann können wir ja im Winter das Auto stehen lassen, weil da von der Sonne halt nicht sonderlich viel kommt. Und dann ja, müsste Bayern eigentlich, der Kernenergieausstieg kommt auch, Gas wollen wir auch nicht mehr, weil das schlecht ist von Herrn Putin. Ja, wo soll denn da der Strom herkommen? Also über Leitungen aus Norddeutschland, die nicht liegen, das ist halt das Problem. Das heißt, man muss sich auch ehrlich machen. Also wenn wir die Energiewende in dem Tempo machen, werden wir die Leitungen gar nicht so schnell hinterher bauen können. Wir müssen dann auch die Erneuerbaren, also Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, alles vor Ort ausbauen, dass wir eigentlich auch möglichst kurze Wege haben. Das ist erstmal entscheidend. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich nehme Bundesländer raus und dann nehmen wir ganz Deutschland raus und schaffen dann den Strom aus Marokko bei irgendwie und ziehen erstmal über 100 Jahre verteilt irgendwie Leitungen quer durch Europa. Das ist das, was nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen uns von dem Populismus trennen. Wir müssen auch sagen, wir müssen das vor Ort aufbauen. Und dann ist es aber relativ gut möglich, weil bei Elektroautos wird ja immer so dieses Schreckgespenst gemalt. Was passiert, wenn alle um 19 Uhr nach Hause kommen und das Auto an die Steckdose machen? Da kann ich genauso sagen, was passiert, wenn alle mittags um 12 Uhr am Sonntag den Herd anschalten? Natürlich brechen in beiden Fällen die Stromnetze zusammen. Also auch beim Kochen habe ich ja das Problem, dass alle ja zu einer ähnlichen Uhrzeit kochen. Und trotzdem kriegen das die Netze relativ hin. Und sag ich mal, wenn sie wirklich mit drei Flammen auf dem Herd kochen und noch einen Braten in die Röhre schieben, dann haben sie eine Leistung auch in der Größenordnung vom Laden eines Elektroautos. Das heißt, das halten die Netze ja aus. Und da spielt einfach die Statistik eine Rolle. Das heißt also, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie ein Signal haben und alle um 18.30 Uhr Schluss haben und Punkt 19 Uhr und 00 zu Hause ankommen. Der eine ist halt um 17 Uhr schon zu Hause, der andere um 19 Uhr, der andere um 21 Uhr. Und dann verteilt sich das Ganze schon mal relativ gut. Und jetzt könnten wir es noch cleverer machen. Das heißt, wir müssen eigentlich möglichst schnell variable Stromtarife durchleiten. Das heißt, die Wallbox muss wissen, okay, jetzt um 19 Uhr, da laden alle, da ist das Laden halt relativ teuer. Ich warte lieber mal bis nachts um 3, wenn auch noch der Wind anfängt zu wehen und fange dann an, das Auto zu laden. Mir ist es ja vollkommen wurscht, wenn ich morgens um 7 losfahren will, wann der Strom reinkommt. Oder es ist sogar noch wurschter, weil normalerweise, wenn ich zur Arbeit pendle, sind es 30 bis 50 Kilometer. Ich kann dann auch bei den Akkus, die ich heute drin habe, 300, 400 Kilometer Reichweite, kann ich auch mal 2-3 Tage warten beim Laden, wenn einfach wenig Wind da ist. Einfach sagt, okay, heute ist ein Hochpreistarif, dann kostet es halt irgendwie fast 1 Euro die Kilowattstunde. Ich warte lieber 2 Tage, dann kostet es wieder 5 Cent. Und damit kann man wahnsinnig viel machen und dann können nämlich Elektroautos nicht nur zur Last werden, sondern sie können auch zur Stabilisierung der Systeme beitragen, indem wir einfach die Ladeleistungen verschieben. Und dann gäbe es dann noch den dritten Punkt, wir können auch bidirektional laden. Also wenn wir dann wirklich ein Problem haben, dann kann man praktisch eine Anfrage ans Elektroauto stellen, wir haben jetzt gerade sehr, sehr wenig Strom im Netz, das ist sehr, sehr teuer, willst du vielleicht nicht die Hälfte deiner Akkukapazität wieder ins Netz zurückspeisen, gibt auch 20 Euro dafür. So, und dann haben wir natürlich wirklich auch eine Riesenchance und deswegen sind Elektroautos aus meiner Sicht, wenn man es richtig macht, eher eine Bereicherung fürs Netz und helfen bei der Energiewende, als dass sie einen Schaden darstellen. Genau, das wäre mein nächstes Stichwort gewesen. Aber übrigens hier von wegen jeden Abend an die Ladesäule oder an die Wallbox anstecken. Ich meine, wir fahren jetzt seit vielen Jahren 2 Elektroautos und ich lade die Dinger einmal die Woche. Und also auf gar keinen Fall jeden Tag, das ist gar nicht nötig. Die haben natürlich auch einen entsprechend großen Akku. Damit kommt man aber in der Regel im normalen Berufsalltag fast eine Woche aus. Also jeden Tag oder jeden Abend anschließen. Es geht sogar noch besser. Am Anfang, wenn man unsicher ist, aber... Ja, ich selber lade solargesteuert. Das heißt also, ich habe eine 10 kW Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Wallbox versteht sich mit der Photovoltaikanlage und bei mir ist es so eingestellt, dass die Autoladung erst dann beginnt, wenn ausreichend Überschussstrom ist, also Strom, der sonst ins Netz eingespeist würde. Und im letzten Jahr, ich habe mal geschaut, 85% des Stroms, was ich in meiner Autobatterie zu Hause geladen habe, kam direkt von der eigenen Photovoltaikanlage. Und da weiß ich auch, das funktioniert wirklich ganz gut. Natürlich hat man dann mal so 3-4 Tage, wo man sagt, okay, die Batterie wird immer leerer, weil halt die Sonne nicht scheint. Und dann ist sie mal bei 20% und dann kommt aber wieder die Sonne. Und wenn man wirklich so das System spielen lässt, dann kann man auch heute schon wirklich extrem hohe Anteile. Und ich finde, dass 85%, also von Februar bis November lade ich ausschließlich eigenen Solarstrom und nur in den Wintermonaten, also mal so Dezember, Januar, reicht es nicht ganz, da bin ich bei 50%. Und das ist natürlich schon irgendwie eine Sache, die funktioniert. Und alle sagen immer, ja, wir brauchen dann Netze und da müssen die Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke angeschlossen werden. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist kompletter Nonsens. Gut, hat ja nicht jeder ein Einfamilienhaus und genau, auch nicht aber eine Solaranlage. Ich will einfach nur sagen, klar, wenn da die Photovoltaikanlage auf der grünen Wiese steht, dann ist das natürlich auch möglich.
Gut, aber Sie haben es vorhin schon gesagt, das Stichwort netzdienlich, was E-Autos angeht. Also es gibt ja dieses Schlagwort Vehicle to Grid sozusagen, also wo Elektroautos quasi auch bidirektional den Strom wieder ins Netz, also ins Hausnetz einspeisen können. Da ist natürlich die Frage, wie wird das eben vergütet? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an einer öffentlichen Ladesäule geladen habe, gerade der Akku ist jetzt bei 90% oder 85%, habe dafür 40 oder sogar 49 Cent oder am Schnelllader für 59 Cent die Kilowattstunde geladen und soll das jetzt wieder in mein Haus einspeisen, wo ich da zu Hause nur 22 Cent bezahle, da mache ich ja eigentlich ein tierisches Verlustgeschäft. Ne? Also da ist die Frage, ist der Anreiz für den Privatanwender da wirklich so groß? Da müssen dann entsprechende Vergütungsmodelle greifen, dass ich zumindest das Geld, was ich für den Strom bezahlt habe, den ich in den Akku geladen habe, am Ende wieder rausbekomme. Ist das denn wirklich realistisch? Naja, wir müssen das System ja sehr, sehr schnell weiterentwickeln. Also gerade die neue Bundesregierung will ja auch zum Glück den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark vorantreiben. Da sind 200 Gigawatt Photovoltaik fürs Jahr 2030 im Gespräch. Das ist, wenn die Anlagen alle gleichzeitig laufen, werden wir dann zu einzelnen Zeitpunkten im Frühjahr mittags doppelt so viel Strom haben, als wir brauchen. Das heißt, damit wir dann wirklich das System stabil halten, brauchen wir dann auch zeitvariable Tarife. Nachts haben wir dann viel zu wenig Strom und deswegen muss natürlich der Strom nachts sehr, sehr teuer werden und tagsüber relativ billig. Ja, also das müssen wir und das muss bis zum Endkunden durchgeleitet werden, sonst werden wir dieses System gar nicht stabil kriegen, nicht in der kurzen Zeit. Da müssten wir gigantische Speicher bauen, die wir in der kurzen Zeit aber gar nicht aufbauen können. Wir müssen versuchen, die Menschen zu erziehen, das kriegt man am besten über den Preis hin, dass sie einfach den Strom dann verbrauchen, wenn wir viel Sonne und Wind haben. Und dann wird natürlich die Preissituation eine andere sein. Also dann tanke ich mittags vielleicht auch an der Schnellladesäule für 20 Cent. Und abends zahle ich zu Hause vielleicht einen Euro für die Kilowattstunde, weil dann halt gerade die Sonne nicht da ist und kein Wind weht. Und dann kann es natürlich schon interessant sein, dass ich erstmal sage, okay, ich muss ja gar nicht ins Netz zurückspeisen, aber wenigstens zu Hause verbrauche ich jetzt den 20 Cent Strom und spare was ein. Also diese Konzepte wird es ganz klar geben. Momentan rechnet sich das alles hinten und vorne noch nicht, aber die Regierung muss das in den nächsten 2-3 Jahren umsetzen, weil wir sonst die Energiewende gar nicht realisiert bekommen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das kommen wird. Momentan ist ja meistens sogar eher umgekehrt, dass Nachtstrom dann noch billiger ist als tagsüber, wenn man so Verbraucher hat. Aber nochmal Stichwort Ladeinfrastruktur. Sie fahren ja selber ein Elektroauto und wie sehen Sie das denn? Also Sie können natürlich auch zu Hause laden, ich auch, aber nicht jeder kann das. Wir brauchen ja auch irgendwann die Situation, dass man in einem Mietshaus ohne Lademöglichkeit trotzdem guten Gewissens ein E-Auto fahren kann, ohne ständig Angst zu haben, dass man irgendwo nicht laden kann. Ladeinfrastruktur, der Ausbau ist ja immer wieder angekündigt. Es gibt ja auch diverse Programme. Sehen Sie diesen Ausbau, die Geschwindigkeit eher positiv oder meinen Sie, da muss viel mehr passieren? Und wenn ja, was muss da mehr kommen? Mehr Schnelllader oder brauchen wir mehr Langsamlader, AC-Infrastruktur in den Großstädten und in den Innenstädten und vor allem auch in der Fläche? Also spannende Frage. Es gibt ja immer Leute, die sagen, oh, ich warte noch, bis die Ladeinfrastruktur ausgebaut ist. Also ich bin ja auch, sage ich mal, fahre auch mit dem Auto in Urlaub und muss dann auch unterwegs laden. Ich habe bis jetzt nie Probleme gehabt, dass ich irgendwie nicht angekommen wäre. Oder natürlich muss man momentan ein bisschen planen vielleicht noch mit einer intelligenten App. Aber man kommt von A nach B auch mal 1200 Kilometer weg von zu Hause. Das ist überhaupt gar kein Problem mit dem Elektroauto. Und das ist die heutige Ladeinfrastruktur, würde ich sagen, passt zu der heutigen Anzahl von Elektroautos. Aber wir wollen ja die Energiewende machen, sehr, sehr schnell. Das heißt, wir bräuchten auch eine Verkehrswende und eigentlich muss der Verbrenner komplett raus. Also eigentlich bräuchten wir ein Verbot von Verbrennerautos, weil wir wissen, dass mit dem Benzin- und Dieselauto eine Klimaneutralität, eine Unabhängigkeit vom Öl gar nicht möglich ist. Also raus mit dem System. Und dann würden wir aber sehr, sehr schnell natürlich eine sehr, sehr hohe Anzahl an Elektroautos haben. Die Bundesregierung will 15 Millionen Autos haben bis 2030. Wahrscheinlich müssen wir eigentlich eher über 20 bis 30 Millionen reden, wenn wir unsere Klimaschutzziele einhalten wollen. Und das ist erstmal natürlich eine extrem hohe Zahl und dafür muss natürlich auch dann die Ladeinfrastruktur passen. Also das würde ich natürlich mit den paar Ladesäulen, die wir heute haben, hinten und vorne nicht hinbekommen. Und da muss einiges passieren. Und dann ist natürlich auch immer wieder die Frage, was bekommt man relativ schnell hin? Also es gibt ja die Möglichkeit, eine große Zahl an, was weiß ich, an jede Laterne eine Ladesäule, eine große Zahl an AC-Ladern, dass die Leute beim Parken laden können, oder eine kleine Zahl an Schnellladesäulen. Ich glaube, wir brauchen erstmal an jedem Stellplatz, an jedem festen Stellplatz eine Lademöglichkeit. Also es darf heute kein Haus mehr gebaut werden, ohne dass an einem Parkplatz eine Anschlussmöglichkeit vorhanden ist,
weil daran scheitert es ja immer. Ne? Die Häuser werden gebaut, dann wird der Parkplatz betoniert und dann fangen die Leute an, nach 2 Jahren zu überlegen, oh, ich bräuchte eine Ladesäule, dann fange ich an, den Asphalt wieder auszuklopfen, wird das natürlich irre teuer. Das heißt, wenn ich am Anfang das Kabel gleich mit reinschmeiße, wird das wesentlich günstiger und das muss Pflicht eigentlich sein, dass wir das entsprechend irgendwo hinkriegen. Dann haben die Menschen, wenn sie einen Stellplatz haben, das ist ja bei der Hälfte der Autos erstmal der Fall, dass die irgendwo fest parken, die können immer an ihrem Parkplatz laden. Und das ist schon mal ganz gut. Dann gibt es natürlich noch viele Autos, die auf der Straße parken. Die haben diese Möglichkeit nicht. Und für die brauchen wir dann entweder beim Arbeitgeber und der Arbeitgeberin eine Möglichkeit. Auch da gibt es ja feste Stellplätze, ob die nur nachts laden oder tagsüber, ist ja egal. Und wir brauchen noch eine Zahl an Schnellladern, würde ich dann sagen, weil wir werden nicht in Berlin zum Beispiel alle Straßenzüge aufreißen können in den nächsten 8 Jahren und überall die Leitung verstärken, sodass dann alle Autos irgendwie laden können. Der Aufwand ist zu groß. Wenn ich aber an strategischen Punkten Schnelllader aufbaue, und da sind zum Beispiel Supermärkte super. Also wenn ich jetzt im Baumarkt fahre, da bin ich mindestens 20 Minuten drin, bis ich meine Schrauben zusammengesucht habe und da habe ich ausreichend Schnellladesäulen auf dem Parkplatz, dann ist das Auto wieder voll, wenn ich rauskomme und das mache ich halt einmal am Wochenende und dann ist eigentlich gut. Und das wäre dann das Konzept, wo man, glaube ich, auch relativ schnell eine relativ große Anzahl an Autos dann durchjagen kann. Hm. Der Strom, der daraus kommt, muss natürlich bezahlt werden. Und wir haben ja momentan doch in Deutschland relativ hohe Strompreise. Woran liegt das jetzt eigentlich? Also nur die EEG-Umlage, das kann mir ja keiner erzählen. In Frankreich kostet der Strom ein Drittel oder so von Deutschland. Liegt es da jetzt nur daran, dass die sehr viel Atomstrom haben? Oder gibt es da in Deutschland jetzt noch andere Gründe, dass der Strom hier so teuer ist? Nee, es sind einfach die Abgaben und Umlagen. Also in Frankreich ist eigentlich der Börsenstrompreis meistens sogar höher als in Deutschland. Also so die Mythen, dass Kernenergie den Strom billig macht, das stimmt nicht. Also das heißt, wenn wir wirklich die Preise, die wirklich an der Börse gezahlt werden, vergleichen, da hat Frankreich keinerlei Vorteile. In Deutschland wird der Strom erstmal dann deutlich teurer, weil wir einen Haufen Umlagen haben. Wir haben natürlich die EEG-Umlage, wir haben eine Stromsteuer, da fließt ein Teil in die Rentenkasse von der Rechnung. Wir haben noch andere Abgaben, wir haben sehr hohe Leitungsgebühren und das läppert sich dann halt einfach zusammen. Auch die Margen der Energiekonzerne sind wahrscheinlich besonders hoch hier bei uns. Und klar, also wenn jetzt RWE so und so viel Gewinn einfährt, der muss ja auch irgendwo herkommen. Und das alles liegt natürlich auf der Stromrechnung drauf. Und klar, deswegen sind die Preise bei uns dann auch in der Summe relativ hoch, weil es halt nicht nur der Strombestandteil ist. Also der Einkauf des Strompreises macht es nicht mal die Hälfte aus. Und dann kommt halt allerlei anderer Kram obendrauf. Und in der Summe wird es dann halt auch relativ teuer. Wobei ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Also es wird immer überdramatisiert. In der Regel geben die Leute wesentlich mehr für Kommunikation aus, also für Handy, Festnetzrechnung und Internet, als für die Stromrechnung. Ja, ich glaube, der Benzinpreis tut den meisten noch mehr weh als der Strompreis. Aber die Tendenz ist ja doch relativ steil nach oben. Also es gibt ja Menschen, die haben eine Verdopplung des Strompreises bekommen innerhalb von einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz, ist es denn eigentlich, wir haben ja vorhin gesagt, wir brauchen eigentlich ein Verbot von Verbrennern, aber ist es nicht vielleicht sogar auch nachhaltig, den alten Diesel, den ich jetzt schon habe, solange es geht, weiterzufahren, damit ich mir eben nicht ein neues Produkt kaufen muss, was erst produziert werden muss und entsprechend dann einen CO2-Rucksack hat? Oder ist das auch schon nicht nachhaltiger? Ja, natürlich. Also wir werden ja jetzt nicht am 30. Juni alle Diesel zum Autohändler fahren können. Die kommen alle in die Schrottpresse und am 1. Juli haben alle ein Elektroauto. Also das wird ja nicht funktionieren. Sondern wir werden natürlich eine Übergangszeit von 10, 15 Jahren haben. Also selbst wenn wir den Diesel oder wenn wir die Neuproduktion komplett einstellen, dann werden ja die alten Autos erstmal weiterfahren und die werden rauswachsen. Und deswegen ist das vollkommen okay, erstmal einen alten Verbrenner weiterzufahren. Aber was man nicht machen darf heute, ist neue Verbrenner zu kaufen. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Diesel kaufe, der fährt ja noch 18 Jahre rum bis zum Jahr 2040. Und wir wollen eigentlich, sollten wir 2035 klimaneutral sein. Das heißt, durch den Neukauf eines Diesel- oder Benzinautos torpediere ich und zerschieße sämtliche Klimaschutzziele. Die alten Autos, wenn der schon 5 Jahre auf dem Buckel hat, dann ist der rechtzeitig schrottreif, bevor wir klimaneutral werden sollen. Dann kann man den ruhig noch ein paar Jahre weiterfahren, bis dann das gescheite Elektroauto da ist. Weil wenn ich den ja einfach verkaufe, dann fährt er ja woanders weiter. Der ist ja nicht weg vom Planeten. Also ist ja dann irgendwo so aus dem Auge, aus dem Sinn, nicht? Ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto und das Dieselauto verschwindet dann einfach. Das fährt ja dann noch 15 Jahre woanders rum, im Zweifelsfall in Afrika und richtet da dann weiter den Schaden an. Also insofern im Zweifelsfall den alten erstmal weiterfahren. Und dann, wenn ich wirklich ein neues Auto haben will, dann definitiv keinen alten Verbrenner mehr oder einen neuen Verbrenner mehr besorgen, sondern es dann wirklich umsteigen auf den Elektroauto.
Aber das ist genau das Stichwort, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Unsere alten Autos, die werden ja oft dann auch exportiert, wenn sie hier ihr Leben quasi hinter sich gelassen haben, 10 Jahre, 12 Jahre. Und dann gehen die, wie Sie schon sagten, oft auch nach Afrika oder in arme Länder, werden da ein bisschen aufgemöbelt und fahren da oft noch echt viele Jahre, was man gar nicht mehr für möglich hält. Also ist nicht auch die Gefahr, dass wir jetzt hier in Deutschland oder den Industrieländern uns mit den E-Autos irgendwie ein reines Ökogewissen erkaufen? Aber die ganze Masse an Verbrenner, die ist dann ja, wie Sie sagen, nicht weg, sondern die fährt einfach in anderen Teilen der Welt weiter und das auch noch für viele Jahre. Also haben wir vielleicht damit gar nichts gewonnen, dass wir uns jetzt hier alle E-Autos kaufen, weil die Verbrenner werden nicht weniger. Ja, also das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Ich war vor Jahren mal in Marokko unterwegs, da bin ich mit Taxi gefahren, der hatte 1,2 Millionen Kilometer auf dem Tacho. Also dass man so sieht, was mit diesen Autos dann noch passiert. Gut, das waren jetzt ein alter Daimler, die neueren halten, glaube ich, nicht mehr so lange, aber das sind einfach so die Probleme, die man dann halt woanders verursacht, vollkommen klar. Deswegen müssen wir darüber reden, dass wir einen möglichst sofortigen Stopp der Verproduktion von neuen Benzin- und Dieselautos haben. Das Problem, was wir schon geschaffen haben, werden wir so schnell nicht loswerden können, weil die Autos werden erstmal weiterfahren, aber wir müssen gucken, dass das Problem nicht jeden Tag größer wird. Und momentan ist ja nicht so, dass wir über Klimaschutz reden, sondern dass wir vergrößern jeden Tag das Problem, was wir weltweit haben, indem wir weiterhin diese dämlichen Benzin- und Dieselautos bauen und auf die Straße bringen. Und die Menschen jammern, ich konnte mir jetzt kein Elektroauto kaufen, weil das war 1.000 Euro teurer irgendwie. Also das heißt, das geht irgendwo nicht mehr. Und wenn man richtig hinschaut, beim ADAC kann man, das habe ich gerade mal geguckt, auch jetzt, weil wir ja demnächst auch noch eine Live-Sendung auf YouTube machen werden, auf unserem Kanal, wo wir dann auch um die Mobilität reden, da habe ich mal mir die Preise angeschaut. Ein vergleichbarer Verbrenner ist derzeit sogar teurer als ein vergleichbares Elektroauto, wenn man die Förderung berücksichtigt, also laut ADAC. Ja. Also wenn ich jetzt mir in Golf und ein ID3 vergleiche, dann steigt der ID3 besser ab. Wenn ich in Dacia vergleiche, den Sandero oder den Dacia Spring, das sind also auch vergleichbare Autos in der gleichen Autokategorie, ist derzeit ein Elektroauto schon billiger. Und trotzdem kaufen die Leute sich immer noch Verbrenner, weil sie es schon immer gemacht haben. Und das muss halt einfach aufhören. Und wenn die Menschen nicht selber schlau genug werden, dann muss halt der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen davor geben. Das, glaube ich, daran kommen wir gar nicht vorbei. Also ich bin ja auch der Meinung, dass diese ärmeren Länder zum Beispiel die Chance gar nicht haben, unseren Weg ja mitzugehen. Also die Ladeinfrastruktur, die Herstellung von Autos, die Netze, der Netzausbau in den Ländern für die Ladeinfrastruktur und dann das Recycling auf die Beine zu stellen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, irgendwann exportieren wir unsere alten E-Autos auch alle nach Afrika und die hätten vielleicht irgendwie die Möglichkeit, die dort zu fahren, weil sie irgendeine Art von flächendeckender Ladeinfrastruktur haben. Was passiert dann mit den Akkus? Werden die genauso recycelt wie die alten Akkus im Moment, die sonst wohin verschifft werden und dort auf irgendwelchen Elektroschrott-Müllhalden verbrannt werden? Das ist auch die Frage. Also das Problem ist ja dann auch nur in die Zukunft verlagert. Oder sehen Sie das jetzt optimistischer? Naja, wir werden uns auf diesem Planeten nicht leisten können, permanent Rohstoffe aus der Erde rauszukratzen und die dann zu verbrennen oder wegzuschmeißen. Also irgendwann gehen uns dann halt einfach die Rohstoffe aus. Das heißt, so ein Akku hat ja eigentlich auch einen gewissen Wert. Also da hängen ja viele Materialien drin, die eigentlich auch entsprechend wertvoll sind. Wir sehen jetzt gerade in der Krise, dass halt auch die wir gerade aktuell haben, dass die Preise für Materialien sehr stark anziehen, was ja eigentlich eine gute Entwicklung ist. Wir haben ja bei allen Materialien ja gar nicht die ökologischen Folgekosten mit drin. Und wenn wir die mit berücksichtigen, dann rechnet sich auch irgendwann Recycling und auch in Afrika. Also und im Zweifelsfall gibt es dann europäische Unternehmen, das passiert zum Beispiel auch derzeit schon, dass also irgendwie chinesische Unternehmen in Afrika Bleibatterien einsammeln und recyceln, weil sie da die Materialien rauskriegen. Wäre schön, wenn die Europäer auch mal so einen Weg gehen. Und klar, also wenn es dann große Mengen an Elektroautos gibt und da wertvolle Batterien drin sind, dann wird auch irgendjemand da sein, der die einsammelt und recycelt. Aber es muss halt so sein, dass man auch wirklich bei den Rohstoffen den fairen Preis drauf hat und das Wegschmeißen nicht billiger ist als das Recyceln. Da müssen wir hin. Ja. Zum Glück planen, glaube ich, fast alle auch deutschen Autohersteller inzwischen eigene Recyclinganlagen. Also VW zumindest ist da schon viel, viel weiter als alle anderen. Aber ich glaube, auch bei den anderen hat es sich mittlerweile rumgesprochen. Damit es jetzt nicht zu lang wird, noch vielleicht als Schlusswort. Was würden Sie denn meinen Zuschauern mit auf den Weg geben? Also über das Elektroauto hinaus, die meisten von meinen Abonnenten fahren ja auch Elektroautos. Was können Sie denn über das Auto hinaus noch ganz konkret und auch ganz einfach tun für mehr Nachhaltigkeit und für mehr Klimaschutz, also jeder Einzelne?
Also es gibt einen sehr, sehr tollen CO2-Rechner beim Umweltbundesamt. Also wenn man da mal googelt, Umweltbundesamt, UBA und dann CO2-Rechner, kommt man auf einen CO2-Rechner, da kann man seinen eigenen Fußabdruck erstmal versuchen zu berechnen. Ja, da kommen dann in der Regel 10 Tonnen raus. Eigentlich dürfen wir nur noch 50 bis 70 Tonnen in unserem Leben verursachen. Dann haben wir das Pariser Klimaschutzziel gerissen. Das heißt also, das ist dann schon ziemlich schnell erreicht. Und dann kann man selber mal überlegen, was man machen kann. Und dann findet man vor allen Dingen auch die großen Sachen. Das Auto ist erstmal definitiv ein Punkt. Aber Sachen, die jeder machen kann, ist zum Beispiel Fliegen. Also Fliegen, gerade Urlaubsflüge oder sowas, da fangen die Leute an, was weiß ich, Plastiktüten zu vermeiden und Müll zu trennen. Und dann steigen sie ein in den Urlaubsflug nach Australien. Da kann ich irgendwie 4000 Jahre lang Müll trennen, also das irgendwie, um das wieder reinzuholen. Also da ist die ganze Bilanz ruiniert. Und das sieht man an den Zahlen halt einfach ganz schön, was so richtig reinhaut. Die Ernährung ist ein anderer Punkt. Also hilft ja alles nichts. Also wenn ich jetzt täglich meine zwei Rindersteaks esse, dann richte ich einen ähnlich großen Schaden an wie beim Autofahren. Also das sind auch so die Sachen, die man relativ einfach verändern könnte. Das sind aber natürlich Lebensstilveränderungen. Und beim Verkehr, klar, also man muss gucken, dass man die Anzahl der Autos reduziert. Einfach mal die Frage, braucht jede Familie zwei oder drei Autos oder tut es auch nicht eins? Also wir haben jetzt ein Auto für fünf Personen, haben uns aber auch so darauf eingerichtet, dass man halt auch möglichst die Strecken mit öffentlichen zurücklegen kann. Und wenn man das in seinen Lebensentwurf mit einplant, dann geht das auch und dann kann man natürlich noch mal deutlich einsparen. Ein Auto für fünf Personen ist natürlich besser als drei Autos für drei Personen. Und wenn man ein bisschen intelligent macht, kann man da auch wahnsinnig viel Geld einsparen. Also ein Auto ist ja doch auch relativ teuer. Das heißt also, mit dem Auto ist man in der Regel zwei bis dreimal so teuer unterwegs wie mit der Bahn. Also die meisten rechnen da keine Vollkosten, die vergleichen nur den Sprit. Aber wenn ich jetzt einfach ein Auto abschaffe, ja, also bei uns kann die komplette Familie Zug fahren, sogar erste Klasse, und das ist billiger, als wenn wir uns ein zweites Auto anschaffen würden. Und das muss einfach in die Köpfe rein. Und dann kann man natürlich schon, indem man einfach sich ein bisschen auch verändert, natürlich was machen. Das Einfachste ist natürlich einfach, das Leben weiter so zu führen wie jetzt und einfach den Diesel rauszuschmeißen, ein Elektroauto zu kaufen. Und wenn ich ein eigenes Dach habe, eine Solaranlage, das geht immer, da muss man nicht viel verändern. Aber die ehrliche Botschaft ist auch, wenn wir wirklich die Klimaziele in Deutschland einhalten wollen, wenn wir weg wollen von Öl und Gas, dann wird das nicht einfach funktionieren, dass wir einen Diesel durch ein Elektroauto austauschen. Wir müssen auch an Gewohnheiten ran. Wir können da nicht weiter in Urlaub fliegen oder sonst irgendwas. Also da muss man was verändern. Und ja, wir fahren jetzt mit dem Elektroauto in Urlaub oder mit der Bahn. Und die Urlaube, die wir, seit wir nicht mehr fliegen gemacht haben, sind sogar schöner als ohne das Flugzeug. Also insofern können solche Veränderungen auch wirklich einen Gewinn darstellen. Ja, dem ist ja eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Und das war ein super Statement, ein super Interview. Vielen Dank, Herr Professor Quaschning, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.